Tomasz Trnavsky, der IFFWM in Göteborg ist in vollem Gang. Wie hast du die ersten Partien bis jetzt so erlebt? Ja, ich denke, alle haben die Favoritenrolle ein bisschen bestätigt. Nur das Spiel Tschechien gegen Schweiz, ich denke, war ein bisschen Enttäuschung von der Leistung von beiden Mannschaften. Die Schweizer haben ziemlich schnell geführt und dann haben sie das gespielt, was sie gebraucht haben, aber hat das ihnen nicht gelangt, das knappe Vorsprung zu verteidigen bis Schluss. Ja. Jetzt haben wir viele Stars an dieser WM. Wer ist die persönliche Topstar? Ja, das ganze Topstar, ich denke, können wir schon der Kim Nilsson nehmen, weil das ist ein unglaublicher Spieler, welcher hat unglaubliches Gefühl, wo stehen, wo, dass er die Tore schießen kann und kann er sich durchsetzen von überall und er ist sehr, sehr schwierig zum Stoppen. Ja. Welcher Schweizer hat die Chance, der Star von dieser WM zu werden? Ich denke Manu Maurer, wenn er mehr Einsätze bekommt. Und ich denke, heute hat er das bestätigt, wenn er das Vertrauen von den Trainer bekommen hat, hat er sofort Tore und Pässe gemacht. Weil das ist momentan, ich denke, der gefährlichste Spieler in der Schweiz, was die Tore anbelangt. Ja. Hat dich bis jetzt irgendein Team enttäuscht oder hast du gesagt, da habe ich gedacht, da kommt der mehr von denen? Ja, ich denke, Russen haben bis jetzt enttäuscht, weil sie haben immer gute Unihockey gezeigt bei jedem WM und dieses Jahr haben sie alle Spiele verloren, werden sie um den Abstieg kämpfen. Die haben sicher enttäuscht. Ja. Auf wen würdest du wetten, wenn jetzt wirklich die Partie im Finale stattfindet, die Schweiz gegen Tschechien, wenn du 1000 Franken müsstest setzen, auf welches Team wäre es? Momentan, wenn ich Schweiz gesehen habe, wie sie gespielt haben und die Tscheche, dann werde ich das Geld auf Tscheche setzen, sicher. Frage zum Schluss, wer wird am Schluss? Ich denke, das werden wieder die Schweden. Die Schweden kennen keinen Druck. Was habe ich in meiner Karriere immer erlebt und gehört. Und sie lassen sich gar nicht unter Druck setzen. Sie sind ein bisschen so arrogant, dass sie haben keinen Druck in dem Team drin. Die gehen einfach zu mir das Spiel ganz klar zu gewinnen. Und mit dem großen Selbstvertrauen werden sie das auch schaffen.